Buon Camino, meine Lieben. Meine heutige Etappe startet von Mudo und geht bis auf Mont-Prévoyer. Das sind ca. 13 Kilometer, die ist nicht so lang. Aber das war auch mal schön, ein bisschen entspannt zu laufen zu haben und nicht am Morgen um 7 Uhr los müssen. Hier haben wir die Kirche von Moudon und ich hoffe jetzt, ich kann mir hier einen Pilgerstempel holen. Natürlich gibt es auch hier einen Stempel für die Pèlerins, so heisst Pilger auf Französisch, was mich immer so ein bisschen an Pellerin erinnert. Aber deshalb kann ich eine gute Jesusbrücke, um mir das zu merken. Mal schauen. Noch ganz schön mit den Kirchen. So. Was mir in den Kirchen immer sehr gut gefällt, sind die Kirchenfenster. Und das hier finde ich jetzt besonders schön. Manchmal kann ich gar nicht sagen, genau warum. Es spricht mich an oder eben nicht. Es ist noch lustig, die Unterkunft in Mont-Prévoyer, das ist vor Lausanne, die ist mir von einem Freund empfohlen worden. Und ich habe dort heute schon angerufen und mir ein Plätzchen reserviert. Und es ist jetzt noch lustig, dass in der Kirche hier gerade noch ein Prospekt von dem aufliegt. Also das wäre heute oben meine Unterkunft. Hier hat es auch noch eine Jakobsmuschel und ich weiss nicht, ob das hier so ein kurz geratener Pilgerstock ist oder was das genau ist. Ich bleibe auf jeden Fall bei meinen Stöcken. Im Wattland schaut man noch zu seinen Schöfli. Das ist jetzt das erste Mal, als ich in der Kirche sehe, dass hier auch Masken aufliegen. Es ist eh noch lustig, mir fällt das so ein bisschen auf, dass sich die Leute hier gar nicht so gross um die Pflicht scheren. Weil oftmals sehe ich sogar noch beim Einkaufen auch Leute ohne Maske. Ich bin dann einfach noch ein bisschen gespaziert. Ich finde es recht schade, wenn man so eine super Terrasse über dem Bach hätte und außer den Wäschständer einfach gar nicht draußen ist. Ich könnte mir dort eine super Party-Lounge vorstellen. Auch Pilger müssen einkaufen, aber ich war schon recht lange nicht mehr in einem grossen Einkaufszentrum. So einkaufen im Lidl kommt mir jetzt irgendwie gerade so ein bisschen surreal vor. Manchmal habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, irgendwie die Connection zur normalen Zivilisation ein bisschen verloren. Irgendwie das Überangebot von Sachen. Und ich weiss ja, dass ich eh nur ganz wenig werde mitnehmen, weil man will ja nicht mehr tragen, als man isst. Was noch besser gekennzeichnet ist als der Wanderweg, ist der Place d'Armes. Die Armee weiss immer ganz genau, was sie durch muss, weil es hat wirklich an jeder Kurve einen Wegweiser. Ein Insektenhotel. Das ist keine Jakobsmuschel, sondern irgendein Blatt, das dann am Abend beleuchtet ist. Ich sehe, hier hat man ein Waldstück mit viel Liebe gestaltet. Und hier hat es auch einen schönen Tisch am Schatten für ein Picknick. Ich habe leider in dem Sinne schon etwas gegessen. Und darum laufe ich jetzt weiter. Es geht Richtung Wald und das gefällt mir ja besonders gut. Auch heute bleiben mir die Felder wieder treu und anstatt Mais haben wir jetzt hier ein anderes Kraut, das wächst, aber es spielt nicht so eine Rolle. Feld bleibt nun mal einfach Feld. Ich habe heute die Wander-App genommen und bin gar nicht unbedingt auf dem Via Jacobi. Strassentechnisch kann ich nicht behaupten, dass es viel besser geworden ist. Mein Wanderweg führt mich über eine Verkehrsinsel. Hier jetzt an der Strasse noch. Das finde ich irgendwie schon fast auch ein bisschen kriminell. Aber ich habe extra noch einmal auf die App geschaut. Und es wäre voll korrekt so. Also es wäre hier so etwas wie, glaube ich, ein Veloweg gekennzeichnet. Aber
So wirklich wohl ist es mir eigentlich nicht. Das Gehege wäre schon mal parat. Aber für zwei echte Elefanten hat das Geld anscheinend nicht gelangt. Es geht Richtung Wald, was mich sehr freut. Weil ich erst einen Schatten brauche und zweitens, ich liebe es einfach durch den Wald zu laufen. Ist das da vorne so eine missratene Fings oder irgendein Leuenkopf? Ich frage mich gerade, was die hier genau herstellen. Es geht tatsächlich durch den Wald, aber der mit dem Schatten war wohl auch ein bisschen illusorisch. Dann hast du endlich mal wieder Wald und das, was Schatten spenden würde, ist abgeholzt. So, ich mache jetzt ein kleines Experiment. Eigentlich würde es hier rechts durchgehen. Aber ich gehe jetzt hier links. Anscheinend geht das auch auf dieser App. Und meine Intuition sagt, hier hat es mehr Schatten. Bis jetzt scheint meine Rechnung aufzugehen, aber ich bin noch nicht am Ziel. Was mir im Wald auch immer besonders gefällt, ist der Sound. Ihr müsst mal hören. Vögel, Grillen. Ich habe mich jetzt gefragt, ob es hier Zecken gibt. Aber ich habe ja die Zeckenimpfung gemacht, sodass alles okay ist. Ich frage mich jetzt gerade, ob so eine Kette ein gutes Zeichen ist. Aber zurück kann ich jetzt auch nicht mehr gehen. Also riskieren wir es einfach. Halt Danger steht auf der anderen Seite. Aber am Schiessstand bin ich vorher schon vorbeigelaufen. Also sollte ja eigentlich jetzt auf dieser Seite okay sein. Aber irgendwie sehe ich vor mir nicht so einen Weg. Und vielleicht muss ich jetzt tatsächlich umkehren. Mein Plan ist mässig erfolgreich oder eigentlich gar nicht. Entweder ich gehe durch alles Brennnesseln oder irgendwelche Sträucher, die dabei aufreissen. Oder ich gehe, glaube doch lieber zurück. Also ganz ehrlich, ich hoffe, das kommt jetzt echt nicht von dem Schießstand, wo ich vorher daran vorbeigelaufen bin. Weil es hat überhaupt keine Schuld, dass man dort nicht durch kann. Sondern es kommt wirklich dann erst eins, wenn man schon daran vorbei ist. Das fände ich jetzt echt ein bisschen bedenklich. Aha. Anscheinend ist auch der General Guizot diese Strecke gegangen. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Ja, wenn der Weg so mit Baumstämmen gekennzeichnet ist, kann man schlecht falsch gehen. Wow, was für ein Ort. Du kommst da zum Wald aus und dann hast du hier Kapelle. Und hier ist meine Pilgerunterkunft, so total im Freien. Mittelschicht, wirklich ein Geheimtipp und es ist wunderschön gelegen. Ich bin an diesem Traumort auch wieder allein. Aufgrund von Corona können sie nicht mehr als eine Person aufnehmen. Das heisst, ich residiere jetzt hier auf einem von diesen Betten und habe mein eigenes Bad. Ich kann das vielleicht auch noch gerade schnell zeigen. Das ist hier. Was eigentlich auch super ist. Was auch extrem speziell ist, man hat mir 5 Franken geschenkt.
Und man bekommt hier so einen Zettel und da steht: Diese 5 Franken werden Ihnen als Symbol für den Namen der Pilgerherberg El Schir geschenkt. Auf der Randprägung der Münze steht auf Lateinisch, ihr könnt es selber lesen, ich weiß auch nicht, wie wir das so aussprechen, der Herr wird dafür sorgen, was auf Hebräisch El Schir bedeutet. Natürlich behalte ich die 5 Franken nicht, ich werde die spenden, weil die Pilgerherberge ist in dem Sinn gratis. Man kann einfach etwas spenden, wenn man wetti. Das ist, wenn man so von der anderen Seite zu laufen kommt. Es ist wirklich so ein schönes Gut. Mit dem Kapauli nebendran. Und es ist wirklich rechts und auch links davon ist wirklich niemand. Also ich freue mich unglaublich, ein bisschen auf die Wiese zu hocken und am Abend dann den Sonnenuntergang zu genießen. Aber zuerst gehe ich jetzt noch schnell in die Kapauen. Das ist die Kapelle von innen. Corona-bedingt ist gestanden, dass nicht mehr als 16 Leute Platz haben. Ich habe mich auch gefragt, ob das Dorf überhaupt mehr als 16 Einwohner hat. Was mich auch erstaunt, ist, dass man hier so ein altes Buch offen rumliegen lässt. Aber hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Also, ich muss euch enttäuschen, kein Crack. Morgen geht es in Richtung Lausanne. Ich kann euch hier mal so ein Wanderprofil zeigen. Da sieht man so ein bisschen die Steigung und das Gefälle. Aber schlussendlich, am Anfang habe ich mir da immer recht Gedanken gemacht und das recht genau angeschaut. Aber jetzt laufe ich einfach. Ich schaue es eigentlich gar nicht mehr so an. Also, buon camino, meine Lieben. Passt auf euch auf und bis bald.